Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge von House of Ashes. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video, Leute. Und ich muss kurz was loswerden hier. Ich habe aus Versehen beim Start des Spiels eine Quicktime-Eventstelle aus Versehen verkackt. Ich habe nur einen Knopf verdrückt. Ja, und jetzt wurde Nick entdeckt vom Monster, leider Gottes, aber ich denke, es ist nicht so schlimm, also es ist nicht jetzt viel passiert. Und ich kann jetzt auch nicht mehr hier die Stelle zurückmachen, weil es wurde leider schon gespeichert, also die speichern wirklich jeden einzelnen Quicktime-Events wirklich einzeln durch, deswegen kann ich es nicht mehr zurückmachen, auch nicht mehr irgendwie, sag ich mal, rückgängig machen leider. Aber ich hoffe, dir gefällt es trotzdem, dann gerne like, wenn es dir gefällt, und ich glaube, Nick wird höchstwahrscheinlich entdeckt. Weil hier wird ein Knopffehler auf jeden Fall sofort bestraft. Aber Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Oder? Ja, er wurde instant entdeckt. Er wurde instant entdeckt. Ach du heilige Scheiße. Du müsst jetzt aufpassen, Leute. Wir müssen aufpassen. Kein Fehler. Kein einzigen Fehler. Ein Fehler, wir sind hin, Leute. Das ist dann das Ende von Nick. Bitte. Bitte hilf mir. Hilf mir doch. Bitte. Salim? Salim! Ach Mist, ey, das ist so ärgerlich mit dem Verdrücken, Alter. Das wollte ich gar nicht machen, Leute. Waffe runter sofort! Richte nicht deine Waffe auf mich! Ich will euch nichts tun! Du machst einen schweren Fehler, Soldat! Weg mit der Waffe sofort! Nein, erst ihr, dann ich! Waffe runter oder wir schießen! Ich sagte sofort runter mit der Waffe! Der Kurator! Das ist doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen! Da war der Kurator, Leute. Habt ihr es gesehen hinter Eric? Okay, das reicht. Kämpfen hat keinen Sinn. Nicht mehr. Wo ist aktualisiert? Wir hören mal ganz kurz rein, Leute. Schauen wir kurz mal rein hier. Salim entdeckte, dass die Kreaturen kein Sonnenlicht vertragen. Nach dem Treffen mit Nick ergab sich Salim den Amerikanern. Okay. Also kann es auch eintreffen, dass wir die Stelle nicht, also halt, dass wir die Schwachstellen nicht entdecken können und dass dann irgendwie Salim sich nicht ergibt? Kann es dann irgendwie entstehen oder ist dieses Prinzip gerade ein bisschen falsch erklärt? Ich hoffe, das ist richtig erklärt hier. Wir machen weiter, Leute. Abknallen. Das ändert aber nichts. Ich bin schon in der Hölle. Reiz mich nicht. Wir gehen zurück zum Tempel. Fessel ihn. Stellt er was an? Leg ihn um. Nach allem, was Salim ist aber ein ganz netter. Vielen Dank. Ja, aber er hat auch nicht geholfen, ne? Klar, er ist, glaube ich, ein bisschen, sag ich mal, eingefroren wegen, ja, der Schockstarre, weil er angegriffen wurde. Er hat auch ein bisschen gezögert. War schon ein bisschen auffällig. Aber ich glaube immer noch, Salim ist im tiefsten Herzen ein guter Mann. Wer du willst. Wie viele eurer Männer sind hier? Habt ihr chemische Waffen bewacht? Sie sind hier, oder? Wo sind sie versteckt? Antworte! Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Hast du die Dämonen etwa nicht gesehen? Ich weiß nicht, was da war. Ich schon. Hier unten gibt es Monster. Monster, die sich von Fleisch ernähren. Monster, die im Sonnenlicht verbrennen. Okay. Ist das nicht so ein Teil, wo man die ganzen Metalle bei einem Menschen absuchen kann? Dieses Wii-U, dieses Piepgeräusch. Auch am Flughafen so vertreten, dieses Piu-Gerät. Keine Ahnung, wie es jetzt genannt wird. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine mit diesem Gerät. Aber ich glaube, es ist nur Salim und dieser eine General, der wirklich einen Hass gegen Amerikaner hegt. Aber ich bin gespannt. Und auch gespannt, wo Rachel ist. Ich hoffe, Rachel lebt, wie gesagt. Sie muss einfach noch leben. Und sie machen hier ganz schön viel Lärm, die beiden.
Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Okay, paar Wege erstmal wegsprengen. Das ist gar nicht so schlecht, aber die müssen noch aufpassen, dass sie nicht den Ausgang wegsperren, weil irgendwie müssten die ja hochkommen. Aber gibt es keine Suchkommandos? Irgendwelche Soldaten, die uns absuchen? Hilf mir mal. Keine Ahnung, Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Rechne mal lieber nicht damit. Bin immer für dich da. Ja, wir sind mal ein bisschen beruhigender. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Boah, so ein Stolpertsrad, ey, das macht mich auch ein bisschen nervös, ne? Nicht, dass sie irgendwie durchrennen, vor einem Monster fliehen und dann irgendwie rüberstolpern und dann Kablamo, alle sind tot. Das ist sein. Man weiß ja nie, ne? Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Ja. Da bin ich vollkommen bei Jason. Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Sie griffen unser Land an. Warum verteidigst du sie? Ja, wir sind mal ein bisschen nachtragender als Amerikaner. Bei dem Anschlag in New York vor 2 Jahren hielt sich ihr Respekt stark in Grenzen. Und jetzt sollen alle braunen Menschen büßen? So habe ich's nicht gemeint. Du kennst mich besser. Ja, das dachte ich. Ich meine doch nur, dass es in diesem Land ein paar echte Monster gibt. Ist das so? Wenn wir daheim sind, lachen wir darüber. Ja, vielleicht sagst du mir dann deine Meinung über uns Schwarze. Mailman 2-1 Actual, hier Dropkick. Bitte melden, over. 2-1 Actual, höre Sie. Kameras sind bereit, die Tunnel wurden gesprengt, over. Gute Arbeit, Lieutenant. Prüfen Sie den Ostkorridor, bleiben Sie wachsam, over. Verstanden, over and out. Einfach eine Anspielung an 9/11. Auch eine sehr, sehr kranke und traurige Stelle in unserer Geschichte der Menschheit. Wie viele hat der Erdrutsch mitgerissen? Hast du uns allein angegriffen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Lügner! Ich hab niemanden angegriffen. Doch, und zwar mich. Und meine Frau. Deine Frau? Ja. An der Klippe. Nein, das war der hässliche General. Nein. Aber stimmt's Eric nicht übel? Ich würd's auch verwechseln. Tut mir Aber trotzdem, das war nicht Salim, oder? Das wird es. Dafür sorge ich. Wie tief runter führt das? Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Nähern uns dem Ostdurchgang. Over. Ich sehe sie. Full check. Kalos-Scans haben ein großes Bauwerk unter dem Tempel gezeigt. Bleiben Sie wachsam. Da unten ist was Großes. Scheiße. Die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren, kommen sie wieder. Ich hoffe nicht, aber ich glaube, im Finale werden noch so viele Monster kommen, bis sie uns alle, glaube ich, getötet haben. Aber wir müssen die Augen offen halten. Wir müssen einfach hier aufpassen, Alter. Und da geht es auch drunter und noch tiefer rein hier. Ich habe da echt keinen Bock auf die Scheiße, bin ich ehrlich mit euch. Sichere den Tempel. Wir müssen weiterlaufen, Leute. Aber das war doch nicht Salim. Das war doch dieser komische General, oder bin ich gerade ein bisschen plemplem im Kopf? Das war dieser General. Weil als Eric und Rich an der Klippe waren, da war noch Salim da bei diesem Monster. Oder? Das war das. Das war die Stelle, genau. Ja. Und da sind sehr viele Skelette, sehr viele Knochen. Eieiei. Und das war doch die Stelle mit dem Arcada und diesem anderen Typen am Anfang des Spiels. Warum riechst du da, Bruder? Bist du ein Hund oder wie? Das muss doch bestimmt stinken, oder? Ich weiß nicht, wie sowas riecht. Ich will's auch eigentlich nicht erfahren.
Nicht in meinem Leben, Alter. Was ist das denn hier? Das war doch der Typ, der uns geholfen hat, oder? Der hat so einen komischen Hut. Das waren, glaube ich, sogar die Forscher. Die auch im Zweiten Weltkrieg hier waren. Schicker Hut aber auf jeden Fall. Ganz, ganz schicker Hut. Was ist das denn hier? Der Gestank des Todes, unleserlich und überall lagen unleserlich, über uns über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass unleserlich hier heruntergeworfen, nachdem unleserlich ausgeraubt wurden. Diese unglückseligen Wanderer tun mir leid, die Angst, die sie unleserlich, doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches, Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit dem Dynamit. Sie meinte, sie wolle es herausfinden. Was ist das? Okay. Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Ach ja, was, ne? Das ist nicht seltsam, hier die ganzen Skelette, die hier rumliegen, oder was? Alles ist hier seltsam. Die ganzen Monster, die ganzen Tempel, die aufgebaut worden sind im Untergrund. Alles ist hier ganz komisch. Und Rachel lebt noch, Leute. Rachel lebt noch, wie ich es mir schon gedacht habe. Aber wir müssen aufpassen, da waren mehrere Stolperdrähte. Ich sagte doch, Stolperdrähte, nicht gut, nicht gut. Auf gar keinen Fall. Wir müssen Rachel beschützen, um jeden Preis. Ach du Scheiße. Sie wurde weggefetzt von der Bombe. Was ist das denn hier? Mehr irgendeine Schrott. Schnur. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Oder? Nee, hier ist nur Schrott. Okay. Das ist schön. Aber Rachel war blutverschmiert, Alter. What the fuck? Ihr ging's gar nicht gut. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Na, ich glaube nicht. Die sind schon ein bisschen mehr wert, glaube ich, die Kronjuwelen von Englands, oder? Kann man schon verkaufen und dann ein schönes Leben machen daraus. Was ist hier so Schönes? Hier war gerade irgendwas zum Interagieren, oder? Perfekt. Okay, sieht das war's aus sogar. Wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Femin wie die Saiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Verdrahte die Mütze, leg ihn an der Seite. Oh Leute, ich weiß gerade nicht ganz, was es war. Ich habe gerade nicht erkannt, ob das an der Seite war. Das war ja doch dieser Gang mit Rachel, oder? Das war dieser Gang. Das war dieser Gang. Ich schau mal ganz kurz nochmal, wo das war. Kann man es mal vielleicht nachschauen? Die ganzen Sachen, ja, es geht sogar noch. Wo war das nochmal? War das hier? Wo war das an der Seite? Das war an der Seite, oder? Ich glaube aber, es ist egal, wo wir es hinparken. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein mit Rachel. Ich mach mal in der Mitte. Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahte die Mitte des Korridors. Dann mal los. Machen wir das Beste draus. Nein! Was mache ich? Nee, das ist doch nicht das, was ich so vorgestellt habe. Nee, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Oder? Ich höre dich förmlich nachdenken. Scheiße. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Scheiße. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesem Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich habe sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Was geht hier gerade ab? Wir haben Mist gebaut. Wir haben Mist gebaut. Wir haben's verbockt. Falls wir überleben, stehen wir dafür gerade. Falls wir hier sterben, haben wir es vielleicht verdient. Die hatten eine Vergangenheit, die beiden. Ich hatte eine dunkle Vergangenheit. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Wow. Scharf.
Mist. Ich glaube, das war doch ein großer Fehler. Hier ist ein Labyrinth. Ist das etwa das, was Kalos entdeckt hatte? Over. Nein, negativ, Lieutenant. Da ist noch was viel tiefer unten. Kommen Sie zurück. Dropkick out. Stell eine Kamera auf. Dann Rückzug. Ich hoffe, Rich wird nicht reinrennen. Um Gottes Willen! Und da ist die Rachel blutverschmiert. Ich krieg das Kotzen. Das muss so stinken. Rachel, die Grube 22:12 und 392 Fuß. Ich hab grad ein bisschen was vertauscht hier. Aber was zum Geier? Eric! Wo bist du? Was zum Geier ist das hier bitte? Das ist alles Blut! Alles verdammt nochmal Blut! Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Aber weiß sie, dass er es durchgetrennt? Ich glaube nicht, ne? Nick? Jason? Ich glaube, das meiste ist schon vergessen. Weil das kann sie ja gar nicht gesehen haben, dass Eric was durchgetrennt hat. Oh nein. Scheiße. Sag bitte nicht, dass die irgendwie unter... Ich würde sagen unter Wasser, aber das ist ja unter Blut. Das ist ja alles Blut, das ist kein Wasser. Nichts Gutes. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ey, warum ist das bitte... Warum kein Wasser? Warum kein Wasser? Oder in Schlamm oder in Dreckswasser? Das ist mir alles völlig legitim. Aber Blut? Dein verdammter Ernst? Was ist denn das denn hier? Ein Helm, glaube ich, ne? Kratzspuren. Kranke Kratzspuren. Antiker Helm. Hier war eine starke Kreatur am Werk. Ich will sofort weg hier. Ich fühle mich gerade echt wie in Until Dawn. Also die benutzen gerade echt viele Elemente von Until Dawn. Gefällt mir zwar sehr, aber es ist auch sogar ein bisschen gruselig. Bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare. Bitte kein Jumpscare. So, was ist hier? Ist hier irgendwas noch? Irgendwas zum Untersuchen? Na, wir sind über Leichen. Also über Skelette, Fledermäuse, ich hasse euch. Verdammter Mist, ey. Aber wer hat es hier angezündet? Wer? Wer brennt hier irgendwas an? Können die Monster Feuer speien? Fragen über Fragen. Die arme Ashley, Alter. Boah, welchen so eine Situation? Ich glaube, ich würde einfach in Ohnmacht umkippen. Weil erstens, es ist alles Blut. Und zweitens, irgendwelche Monster, die hier noch unter Blut rumschwimmen. So, what the fuck? Was zum Geier? Ah, smart. Sehr smart. Ich glaube sogar auch, dass Knochen sehr lange brennen können, wa? Besser als Holz. Oh, ja, das war so klar, dass irgendein hässliches Monster da irgendwie hervorsteigt und Rachel jagen will. Trink doch das Blut einfach, du hast doch genug. Trinken hier, Bruder. What the fuck? Ich hoffe, es ist noch ein bisschen vermischt mit Wasser. Aber so dickflüssig, wie es gerade aussieht, glaube ich es auch eher weniger, dass es auch mit Wasser vermischt ist. Es muss so stinken, Alter. Weil Blut hat immer noch so einen gewissen Eisengeruch. Und der muss hier sehr, sehr stark sein, dieser Eisengeruch. Oder? Einmal runtertauchen, Leute, und durchschwimmen. Ich kotze gleich. Alter, das ist so... Ach du Kacke, das ist so eklig, aber auch so gruselig. Das gefällt mir, Leute. Das ist ein Horror-Game. Das ist ein Horror-Game-Entscheidungsspiel. Das gefällt mir. Aber wie gesagt, auch räudig. Was ist das denn hier? Kreaturen, oder? Die Krallen. Das waren die Krallen.
Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel vom Schlund der Kreatur aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen gefüllt. Ich und andere, die an der Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel andere Farben. Hat nicht Nick gesagt oder einer von denen, dass, die Farben blind sind? Oder so? Ich weiß es gar nicht mehr ganz. War das die Stelle? Wir haben in der Grabungsstätte, wo M angegriffen wurde, weitere Speichelproben gesichert. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen während der Arbeit mit den Proben allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Eine Wirkung ähnlich der von Pilzen? Scheiße. Also doch mit Halluzination. Die Monster können Halluzinationen hervorrufen. Also war das alles mit Nick und auch mit Joey... Ja, die ganzen Brillen, die ganzen Schreie, alles Halluzination, alles Illusion von diesem hässlichen Monster mit den Speicheln, Alter. Also, okay. Also haben die Monster eine gewisse Spurkie. Das ist schon echt krank, aber ich glaube, es wird was passieren. Ich höre wieder hässliche Monster. Ich hasse Geräusche, ich hasse Monster. Geht bloß weg, Leute. Oh nein. Oh Gott, renn. Rachel? 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 Lauf bitte. Lauf bitte. Lauf bitte. Lauf bitte. Oh, das ist hinter uns. Lauf! Lauf, 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 lauf. Lauf, Rachel, lauf, Rachel. Lauf, Rachel, lauf, Rachel. Die sind hinter uns. Das sind hinter uns. Lauf, 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 lauf. Lauf, Rachel, lauf. Alter, ich raste nicht aus. Das ist aber krank geil. Ruhig bleiben, oder? Ruhig bleiben, oder? Ruhig bleiben, oder? Ruhig bleiben, oder? Oh Gott. Oh nein. Oh shit, wir müssen aufpassen. Kein Fehler machen. Ein Fehler, wir sind zum Monsterfleisch. Verdammt! Alles brennt, oder wie? Renn, renn, renn! Oh shit. Oh, kein Fehler, Leute. Kein einziger Fehler. Die sind echt gnadenlos. Was? Ja, alles in der Zelle, Leute. Alles Illusion. Schnell, los! Oder? Oder? Jerry lebt ja auch noch. Die habe ich schon sogar fast vergessen, muss ich sagen. Verrätst du mir ihren Namen? Wessen Namen? Den deiner Frau. Wie hieß sie? Wag es nicht, über sie zu reden. Bitte, ich wollte nicht respektlos sein. Aber wir sitzen beide hier fest. Du willst reden? Na gut. Warum kämpft ihr noch, wenn ihr den Krieg verloren habt? Du glaubst, ich mach das freiwillig? Dass ich hier sein will. Ich kämpfe, damit mein Sohn zur Uni gehen kann. Damit er eine bessere Zukunft hat. Die hätten wir doch alle gern. Mein Sohn, sein Name ist Zane. Sie ist Rachel. Kolchak? Ganz still. Ich bin gleich zurück. Also ja, doch Halluzination. Finde ich ein bisschen schade, weil wir es ja schon ein bisschen kannten auf durch Little Hope. Salim! Salim, du Schmierfink. Du kleiner Schmierfink. Salim meine ich. Scheiße. Das ist einfach weg, Leute. Einfach befreit und dann, ja, wallabila weg hier. Raus? Kranker Typ. Vielleicht geht der Funk noch, dann könnten wir Hilfe rufen. Ein Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen.
Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Aufpassen, Joey! Jason, meine ich! Um sie. Oh, shit! Oh nein, das ist der General, oder? Was soll das, Joey? Was? Sind es... Warte, sind alle Monster Menschen gewesen? Ich glaube schon, oder? Ich dachte gerade irgendwas mit komischen Zombies oder so. Aber nein! Alle Monster waren Menschen, oder? Zu 100%. Zu 1000% ist was. Weg mit ihm, weg mit ihm! Zombies oder wie? Sind das UV-Strahlungen, die er ausstrahlt? Mit diesem komischen Gerät, das ist voll geil. Jetzt ist Joey hin. Da guckst du, wa, Eric? Aber was, Junge? Nach dem Treffen mit Nick ergab sich Salim den Amerikanern. Eric nutzte die UV-Lampe, um Joey zu verbrennen, als er von den Toten zurückkehrte. Also wirklich alles eine Kette von Reaktionen. Ich glaube, wäre Salim jetzt nicht der der sich übergeben hat, dann würde Eric nie erfahren, dass die UV-Lampe was bringt. Oder? Oder, Leute? Bin ich im Recht oder im Unrecht? Ich glaube schon, ich bin im Recht. Kranke Stelle. Alter Falzer. Aber wir hören sehr viele Monster unten. Das ist sehr, sehr wild. Leute, da würde ich sagen, in der nächsten Folge dann mit den anderen beiden Frauen hier, Clarice und Rachel, herauskommen. Also wir haben einiges herausgefunden jetzt auch über die Monster. Sehr, sehr spannend. Charaktere sind cool. Die Story ist auch relativ cool. Gefällt mir bis jetzt. Dann würde ich sagen, Leute, liken, wie es gefallen hat. Wir hören uns dann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.